Gut, dann wollen wir uns hier mal ein bisschen genauer umschauen, nachdem der Eingang verschüttet ist. Da komme ich nicht durch. Ja, und du wolltest ja auch erst einmal das Grab untersuchen, nicht wahr? Ein Skelett. Merkwürdig. Dieses Skelett ist nicht alt. Genau genommen kann es noch nicht lange hier liegen. Toll, da weißt du ja, was dich erwartet. Was hat das noch so? Ich hoffe, er wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich das hier mitnehme. Könnte man als Seil verwenden. Ah, ich denke nicht, dass der hier aufstehen wird in diesem Spiel und dir hinterherrennen und seinen Turban zurückfordern. So, können wir irgendwas mit diesen Wandgemälden anfangen? Nein, sieht nicht so aus. Was hat er hier? Eine Spitzhacke. Der Griff ist nicht mehr verwendbar, aber die Hacke selbst ist immer noch stabil. Na dann. Die Gemälde hier drüben sind auch nicht verwendbar. Was haben wir dann noch? Oh, Bretter. Das könnte mir gelegen kommen. Ja, steck's einfach mal in deine Manteltasche. Zeichnungen sehen interessant aus, aber unser guter Professor hat dazu nichts zu sagen. Es hat ja auch nichts mit seinem speziellen Fachgebiet der Vampire zu tun, scheinbar. Ups, ein Abgrund. Vorsicht, da unten sind Pfähle. Du könntest eigentlich auch mal was anderes sagen. Da ist sogar mal einer draufgefallen auf die Pfähle. Na, guck dir das an. Das Skelett ist ja auch nicht so alt. Hier scheint eine Öffnung zu sein. Toll, aber da kommen wir nicht so leicht rüber. Was ist das? Ich kann nicht springen. Das sind bestimmt 3 Meter. Du kannst nicht springen. Ah, nicht gerade das Sportlichste. Haben wir irgendwas? Vielleicht kannst du über den Balken klettern? Funktioniert das? Na dann, wenn du nicht springen kannst, dann balanciere eben. Dafür brauche ich etwas. Was? Um über den Balken zu laufen, brauchst du noch etwas. Vielleicht noch einen Balken, eine Querstange. Das ist eine Laterne. Können wir aber nicht aufheben. Vorsichtig. Na also, geht doch. Von wegen, da brauche ich etwas. Oh, das sah knapp aus. Ah, jetzt können wir die Laterne mitnehmen. Eine Laterne. Ich werde sie mitnehmen. Bald bricht die Nacht herein. Ja gut, du hast ja immer noch dein Kreuz, falls es dann von Vampiren irgendwie wimmeln sollte. Rechts oder links? Ich mach erstmal nach links. Links ist immer gut. Da liegt jemand. Na? Das arme Kind. Dieser Vampir findet wohl Gefallen an der Zerstörung von Jugend und Schönheit. Diese junge Frau ist nicht länger als 2 Tage tot. Ohne Zweifel hat Dracula bereits das Dämonomikon in die Finger bekommen. Alle Hoffnung war vergebens. Es gibt keine Möglichkeit, Mina zu retten. Ich muss einen Weg herausfinden. Sei doch mal nicht so pessimistisch. Es gibt keine Möglichkeit, Mina zu retten. Hey, wart doch gerade was. Könntest du mal bitte. Sie hat einen großen schwarzen Sari mit einem sehr langen Gürtel getragen. Ich nehme ihn mit. Den Sari oder den Gürtel? Außerdem, wer sagt dir denn, dass Dracula das Mädel umgebracht hat? Dann würde die ja wieder aufstehen, wenn es so wäre. Was ist das denn? Diese Wandtafel ist eine Art Tür mit mehreren Öffnungen. Oben ist ein Spalt. Jemand, der sich in Nebel verwandeln kann, sollte ohne Probleme durch diesen Spalt hindurchkommen. Nun, mein Guter, dann lern das mal. Ein Gefäß. Es muss eine Flüssigkeit enthalten haben. Okay, dafür brauchen wir eine Flüssigkeit.
Dieses Loch wurde bestimmt eingemeißelt, um etwas hineinstecken zu können. Toll. Ein kleiner Spalt. Das riecht nach Knoblauch. Da soll Knoblauch rein. Hier wurde etwas entfernt. Ich kann kleine Vertiefungen erkennen. Hat nicht mal der Assistent im Museum von einer gestohlenen goldenen Sonnenscheibe erzählt? Das hier sieht für mich stark nach einer Sonne aus. Naja gut, auf jeden Fall fehlt uns hier noch ein bisschen was, um das öffnen zu können. Ja, schauen wir nach rechts. Hier ist erstmal nichts weiter. Wenn ich das richtig sehe. Da lang. Das ist doch mal ein cooler Raum. Was haben wir hier? Ohne Zweifel, ein Tisch für Einbalsamierungen. Mumifizierung. Sehr spaßig. Ohne Zweifel, ein... Ja, ist gut. Du musst mir nicht alles doppelt erzählen. Leinen zur Einbalsamierung der Mumien. Besser als gar nichts. Ich nehme sie mit. Was willst du denn mit Leinen zur Einbalsamierung, Einwickelung von Mumien? Öl. Toll. Öl. Gut, haben wir eine... Ich weiß nicht, ob die Laterne mit Öl betrieben wird. Seltsames Motiv. Der Mann wird einbalsamiert, aber hält ein Buch und liest darin, als wäre er während der Einbalsamierung noch am Leben. Ja. Wie hieß dieser Fluch mit der lebendigen Mumifizierung? Ah, ist schon lange her, dass ich die Mumie angeguckt habe. Aber irgend sowas in der Art wird das sicher sein. Die Statuen können wir nicht. Was ist da? Diese Symbole sind nicht ägyptisch, aber sie scheinen dennoch sehr alt zu sein. Was sind sie dann? Griechisch? Diese Symbole... Naja gut, hier gibt es jetzt scheinbar auch erstmal nichts weiter. Dann schauen wir mal, ob wir hier weiterkommen. Irgendwie müssen wir ja. Da unten war eine Öffnung. Also müssen wir vielleicht... Was hast du gesagt? Das... Oder muss ich das erst kombinieren? Zu einem langen Seil. Und hier haben wir noch den Turban. Ja, die können wir auffüllen mit Öl. Und auch anzünden. Aber brauche ich das jetzt schon? Ich versuche erstmal mit dem Seil irgendwie runterzukommen. So, jetzt kann ich runterklettern. Na, dann tu das. Ich kann nicht sehen. Ich brauche Licht. Also doch die Laterne. Ach, das hättest du mir auch eher sagen können, du Dödel. So, da hast du dein Licht. Und jetzt ab nach unten. Hallo. Lässt sich aber nicht anwählen. Das können wir aber mitnehmen. Dieser arme Kerl hat eine Spitze abgebrochen, als er sich selbst aufgespießt hat. Naja, ist doch Glück für dich. Es lässt sich sicher gut als Pflock verwenden, wenn die Dinger noch aus Holz sind. Gut, geh mal dahinter. Oh, da liegt jemand. Merkwürdig. Dieses Skelett ist nicht alt. Genau genommen kann es noch nicht lange hier liegen. Auf jeden Fall wurde es aber irgendwie erschlagen. So, die Tasche können wir nicht nehmen. Was hat er denn hier noch liegen? Warum er wohl diese Pflanzen in der Tasche hatte? Dieselbe Pflanzenart, mit der Mustafas Kamele vergiftet wurden. So, jetzt muss ich eine Möglichkeit finden, um nach Kairo zu gelangen. Also bist du jetzt zufrieden mit der Erforschung dieses Grabes oder dieses Tempels? Ja, ich denke mal... Ich glaube, hier ist eine Öffnung. Na dann. Ich glaube, hier ist... Geht nicht. Brauchst du das als Stiel verwenden? Alles muss man sich ja selber zusammenbauen. Geht's jetzt?
Wow. Fein gemacht. Meine provisorische Hacke ist kaputt gegangen, aber ich hebe den Griff als Pflock auf. Vielleicht erweist er sich irgendwann als nützlich, wer weiß. Genau, wer weiß. Pflock ist immer ganz nützlich, wenn man mit Vampiren zu tun hat.